Und da sind wir wieder mit der netten... Ey! So schon mal hier gar nicht, mein Fräulein. Sie wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Aber es ist echt lustig, dass sie mir immer ein... eine klatschen will. Du bleibst schön bei mir. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Kindern wurden die Namen entfernt. Oh oh. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Pen. Einfach so. Na, oh, das ist ja an sich ist es. Au! Oh, das ist ja schweinisch, was die hier machen. Zum Glück gibt es diese ultimativen genial. Du bleibst schön hier. Du rennst dich schon wieder weg. Jetzt muss ich die ganze Zeit durch die Gegend Ihr schleppen. Habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Nein, die haut mir doch ab, das Mädel. Mein Gott, jetzt mach ihn doch fertig. Sonst muss ich der so viel wieder hinterherlatschen. Nein, du bleibst stehen. Du kommst doch zurück. Das ist ja wohl sowas von nervig. Cesare wird beenden, was er begann. Oh. Und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Wenn jetzt jedes Mal da unten Wachen kommen, ne? Und die mir jedes Mal die Treppen hochlätschen, ne? Die Unwissenden sind leicht zu ziehen. Was soll's? Meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Nein, 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 du bleibst hier. Du bleibst... Wie geil. Touchdown. Super. Oh, war der geil. Ehrlich. Nochmal. Touchdown. Ah, schade, macht er nicht nochmal. Oh, ehrlich. Ah, oh, ich schmeiß mich weg, ey. Hey, der absolute Hammer. Sag mal, scheiße, wo muss ich lang? Mist. Doch auf der anderen Seite. Jetzt gleich haut sie mir wieder ab, ne? Ja, ist egal. Ah, oh, herrlich. Boah, war das geil. Boah, eiskalt niedergestreckt. Super. Aber ich habe gerade total die Orientierung verloren, wo ich lang muss. Scheiße. Das Blöde ist nur, jetzt mit ihr kann ich auch nicht rennen. Ah, ich kann sie ja ein bisschen rennen lassen. Ja. Einfach direkt wieder umgehauen. Also da nicht lang. Scheiße, wo muss ich denn jetzt nochmal? Ach so, ich glaube, das war... Boah, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, wo lang. So eine Mist, ey. Eine ganze Folge, die ich jetzt hier machen muss, um zu gucken, wo ich mit dem Mädel hin muss. Du bleibst schön hier. Vielleicht auch einfach nur hier geradeaus und dann rechts. Kann sein. Ich hoffe. Ja, ja, da ist es. Super. Nein, du bleibst schön bei mir. Ist doch viel wärmer. Geborgenheit, Zuneigung, Verachtung. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, Wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Die Bürde, die wir tragen. Mit Katharina aus der Burg fliehen und die Stelle erreichen. Nicht entdecken lassen. Oh, wie soll ich das denn machen? Zumindest kann... Wie soll das denn gehen? Die kommen doch jetzt hier rein. Oder? Ich gucke gerade unten auf dem Radar. Und nun stehe ich hier. Ja. Eben. Wie soll das denn funktionieren? Hinterher. Schnell.
Genau das meine ich. Das war doch völlig... Na. Ach egal, ich bin ja eh schon entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Dieses Kind so. Boah, ist das schlimm. Ja, komm. Kommt Ezio hier lang. Woo! Bam. Bam. Und bam. Bam. Ach so, mit der entsprechenden Rüstung. So, wo ist denn die Katharina? Da ist sie. Die ist geradeaus. Das ist ein Luder. Das ist ein Luder, ne? Da unten nicht lang. Ach Mensch. Was erschreckt ihr mich denn so? Na komm. Ja. Aber ich finde diesen Konterangriff, diesen doppelten und so. Also alleine der Konterangriff ist ja schon mächtig. Aber dass ich dann noch in Folge, solange ich nicht getroffen werde, noch mehr platt machen kann, ich finde das schon. Ich finde das schon. Das ist schon ein bisschen übermächtig. Achso, und jetzt kann ich sie da unten. Ich hatte ja gesehen gehabt, dass da ein Heulbeilen ist. Dann kann ich sie bestimmt jetzt in den Heulballen reinschmeißen. Wag es nicht. Ja, der war gut. Ah, ja, klar. Wenn das schon natürlich so ist, dann muss ich das natürlich so machen. Filio di Putana, tu so etwas nie wieder. Filio e Putana heißt doch... Na, Sohn einer... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich will das jetzt hier gar nicht ganz genau vertiefen. Mein Gott, wo geht das denn jetzt hier weiter lang? Da oder... Nö, da bleibt mir ja nur ein Weg. Mein Gott, dieses ganze Gestöhne, ne? Vor allem, ich hab den, glaube ich, eher so auf dem rechten Ohr die ganze Zeit. Obwohl, wenn ihr das ja über Kopfhörer hört, beispielsweise, müsstet ihr das ja auch ohne Probleme hören können. Und jetzt geht's weiter. Die muss ja eine Tonne wiegen. Ehrlich, gefühlt muss Katharinas Forza ja eine Tonne wiegen. So wie der sich hier anhört. Egal, ich bin ja eh schon entdeckt. Lass die nicht entkommen. Ja, ja. Komm, greif an. Das ist zwar immer total die billigste Variante, aber ist egal. Kann ich denn jetzt? Ich will die Katar... Jetzt habe ich sie natürlich direkt... Wollte gerade sagen, jetzt habe ich sie direkt vor die Kurbel abgesetzt, aber hat doch noch funktioniert. Eine Kurbel. Zum Glück muss man nicht beide Kurbeln gleichzeitig betätigen. Vor allem mit dieser... 500 Kilo Frau. Da oben. Und ich werde sie bestimmt nicht alleine hier irgendwo liegen lassen. Das ist mir viel zu unsicher, sonst stirbt sie und dann darf ich alles nochmal von vorne machen. Nee, danke, ich verzichte. Kann ich sie einfach so... Ah, ich habe gedacht, der wirft sie irgendwie ab. Die Tore sind geöffnet. Katharina aus der Burg tragen. Ich glaube, der macht A Cappella-Musik. Und auf die Pferde! Fünf, ja, nicht entdeckt lassen, wie... Schnell, Ezio! Reite über die Brücke, ich decke dich. So, Hüter von Forli, Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu Pferd eskortiert. Nein, nein, jetzt habe ich die Synchronisation nicht gelesen. Mist. Kann ich denn irgendwie außen... Ja, das geht. Müsste doch eigentlich... Ach komm, Katharina, folgt mir einfach. Katharina, Katharina, Katharina. Gut, vom Pferd ist man ziemlich übermächtig anscheinend. Ja, das geht.
Jawoll! Aber wo lang muss ich? Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Oh, das wird noch eine schöne Liebesgeschichte zwischen... Ja, das ist doch Warnung, Sperrgebiet, Checkpoint. Was muss ich denn jetzt schaffen? Ah! Denselben Gegner mehrmals nacheinander angreifen, um einen Blitzdingsbums. Ach so, ich habe jetzt nur ein bestimmtes Zeitlimit, um die zu erledigen. Ja, so wie ich das jetzt sehe, ne? Ups. Komm, greif noch einmal an. Ich habe nicht ganz so viel Zeit. Oder muss ich jetzt eine Minute durchhalten? So wie ich das sehe, muss ich... Zum Glück habe ich jetzt... Na gut, zum Glück habe ich gut geblockt. Ja, einmal, oh, voll in den Nacken. Und ein nochmal. Ich hab jetzt gerade, ich glaube, ich brauche nur die Zeit zu überstehen, so wie ich das jetzt... Gehört das noch zu den Gesundheitsquadraten mit, frage ich mich gerade. Könnte ja gut möglich sein. Weil das wäre ja jetzt zumindest einmal so eine Geschichte, bei der man sich ja wirklich noch... Ey, das ist nur... Das sehe ich ja jetzt gerade. Weil es kommen ja unendlich viele Wachen. Genau. Mein Gott, was für ein Geschnetzel hier. Was war das? Was? Ach so, jetzt aus dem Gebiet flüchten, um anonym zu werden. Dann werde ich jetzt hier aber erstmal meine Feinde abhängen und deren Sichtlinie unterbrechen. Ah, nee, ich muss hier tatsächlich weg. Ja, ist okay, komm. Komm, ich hau mal hier lieber schnell ab. Arschloch. Ey, lass mein Pferd in Ruhe. Arsch, also ehrlich. Wie kann ich denn abspringen? Was muss ich? Ich glaube, ich werde immer noch gut verfolgt. Jetzt lauf doch! Und ich glaube, ich muss so ein bisschen meinen Anonymitätsgrad ein wenig hinunterbringen. So, das war's jetzt aber, ne? Gut. Eine Attentatsserie aus mindestens 5 Wachen. Das habe ich nicht geschafft. Nicht mindestens 5 Stück. So. Ich sehe gerade nur, dass ich ziemlich beliebt bin. Und das muss ich mal schleunigst ändern. Weil sonst die Wachen immer sehr auffällig mir gegenüber sind. So, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Die sind nur an mir grob vorbeigelaufen. Herolde und geben mir meist... Ups. Herolde geben mir meist fast volle Anonymität. Deshalb investiere ich jetzt ein wenig Geld. Ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. 10.875 Florin habe ich. 500. Ja, passt. Kann ich ihn nochmal bestechen? Nein, ich wollte doch gar kein Pferd. Wo ist der? Boah, ich bin gerade noch sehr populär. Gibt es nicht hier irgendwo noch einen Herold oder so? Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, Hilfe, hier sind jetzt gerade ein paar viele. Oh, nein, nein. Mein Gott. Ach du Scheiße. Komm, was ist das denn für eine Kamera? Du, lass die, boah. Der hat auf einmal unten auf die Wachen zentriert und ich hatte keine Möglichkeit mehr irgendwie zu reagieren. Wo kann ich mich denn verstecken? Hier muss doch irgendwas sein zum Verstecken. Och, Gott sei Dank. Ich muss immer noch hier meinen Bekanntheitsgrad noch ein bisschen runterschrauben.
dass ich ganz anonym bin, weil habt ihr gesehen. Endlich, jetzt bin ich wieder ganz anonym. Ja, jetzt kann ich das alles wieder hier. Sie werden nicht mehr gesucht. Gott sei Dank. Jetzt kann ich wieder alles in Ruhe machen. Das war mal eine echt lange Mission. Aber schön. Schön war sie. Schön war die Zeit. Ja, guck mal, ich bin ja jetzt schon fast wieder in der Nähe. Ich kann jetzt, ich gucke mal gerade, tatsächlich, da habe ich noch ein Bordergebiet befreit. Das ist sehr gut. Und ich könnte, wenn ich genug Geld hätte, aber das habe ich nicht. Ja, dann auf. Auf zur nächsten Mission. Gesucht werde ich ja jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr. Ups, einmal noch schauen, ob hier ein Schatz wieder verborgen ist. Nein. Die Bank, die... Ach, stimmt. Ah, Nase hat ein wenig gejuckt. Ich habe das auch immer irgendwie immer nur, wenn, ja, wenn ich aufnehme. Wenn ich mal so spiele, ist das gar nicht so schlimm. 7000, ich will zu meiner Bank, aber ich weiß nicht, wo meine Bank ist. Die muss doch hier irgendwo sein. Wo ist denn meine Bank? Wo ist denn meine Bank? Wo ist denn, wo ist denn? Da ist sie, glaube ich, ne? Da ist sie! Geld abheben. Jawohl. Wie viel verdiene ich eigentlich aktuell? 2524 Florin. Wobei die Wahrzeichen wohl am meisten Kohle kriegen. Oh, ich kann nicht anders. Mein Gott. Blöde Nase, blödes Gesicht. Aber das habe ich ja schon mal in vorherigen Folgen erwähnt gehabt. Alles Käse, Kacke. Ein Schmied kaufe ich noch. Hier und dann müsste der hier, glaube ich, um die Ecke sein. Da ist er. Kaufen. 1000. Jawohl. Ne? Besser ein Schmied in der Stadt als eine Taube auf dem Dach. Überlegene Waffen sind nicht mit Gold aufzubiegen. Stimmt, ich habe bis jetzt, ich spiele das Spiel ganze Zeit hier durch, ohne die Waffen oder so aufzuwerten, geschweige denn alles einzukaufen. Das dürfte der schnellere Weg sein. Hui, zack. So, die letzten Folgen waren noch immer so lang, weil die Missionen gefühlt immer so lang waren. Da. Genau. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal Cut. Wird eine bisschen kürzere Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin und ciao.